Mein Name ist Yannick D. Wir sind heute bei Kramme Rock im Hof Teil 2. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Ihr seid ja erst seit 2013 eine Band und das hat sich ja bei euch total schnell entwickelt, so das haben wir schon im letzten Jahr gesehen. Und wie war das für euch, so diese Umstellung von so einem normalen Leben zu diesem Musikding, das ihr dann gemacht habt? Wie war das für euch? Also ich kann ja in diesem Moment nur für mich sprechen, aber ich habe immer seit, also 2013 ein Jahr Musikpause komplett, davor 10 Jahre Rap, dann Jörg getroffen, Jörg Scheidt an der Akustikgitarre. Auf einer Karaoke-Party mit ihm angefangen. Wir haben losgelegt, er hat um mich herum die Band gebaut. Wir haben uns angefreundet, sind mittlerweile eine große Familie geworden. Leute in der Band, so wie klappt das? Also gibt es da manchmal Reibereien oder Meinungsverschiedenheiten und wenn ja, wie geht ihr damit um so? Nein, wir streiten uns nie. Wart ihr ja letztes Jahr bei Rock im Hof auch da gewesen und da wart ihr ja so ungefähr das absolute Highlight. Wie fühlt man sich, wenn man dann so als das Highlight vom letzten Jahr wiederkommt? So, sind das tolle Anforderungen oder seht ihr einfach so, ja, machen wir. Ich bin schon aufgeregt. Also ganz ehrlich, ich habe mich am meisten darauf gefreut, dass das heute passiert, also dass ich wieder hier sein darf. Sonne, die Hände.